Hallo, herzlich willkommen und grüß Gott auf meinem Traumaweltkanal. Ich bin Jason Wittmann und ich mag euch ein kurzes Update geben zu dem Amoklauf in Hamburg, denn es passiert verständlicherweise viel jetzt auch im Nachgang, ganz besonders, weil es ja 8 Verletzte, Schwerverletzte gibt. Einer davon konnte anscheinend schon das Krankenhaus verlassen, aber es gibt auch noch andere Hintergründe, die ich ganz kurz mit euch teilen mag. Zum Ersten, warum? Warum? Das ist die große Frage und dazu hat sich der Innensenator Andy Grote der SPD geäußert, und zwar auf T-Online. Ich tue euch die Links übrigens alle gleich unten in die Beschreibung, ihr könnt es euch dann selbst nachlesen, warum. Und er sagt, es ist folgende Tendenz erkennbar, im Moment deutet alles darauf hin, dass das Motiv in der Beziehung zwischen dieser Gemeinde der Jehovas Zeugen und dem Täter als ehemaliges Mitglied dieser Gemeinde begründet liegt, sagte Grote dem Hamburger Abendblatt soeben. Also, das Motiv scheint darin zu liegen, dass der Philipp F. ein Problem hatte mit der Versammlung der Jehovas Zeugen, also in der Beziehung zwischen der Gemeinde und dem ehemaligen Mitglied. Das ist die erste Sache, die ich euch sagen wollte. Und das zweite meldet gerade eben das Hamburger Abendblatt an der Stelle. Und zwar ist die Herausforderung, ja, dass sich die Verletzten, die im Krankenhaus gleich eingeliefert wurden, dass sie sich in einem kritischen Zustand befinden und dass mindestens einer, ja, in einem Fall spielt nach Informationen des Abendblatts dabei der Umstand eine Rolle, dass sie weiter in kritischem Zustand sind, der Verletzte im Krankenhaus, dass die Mitglieder der Glaubensgemeinschaft Blut ablehnen. Wir kennen diese Problematik, ich habe schon oft darauf hingewiesen, hier auf diesem Kanal. Und die dritte Sache, die ich sehr interessant fand, ist, dass sich nämlich jetzt der Generalstaatsanwalt in Hamburg in die Ermittlung des Fall Philipp F. hat diese übernommen. Das finde ich hochinteressant, Link tue ich auch in die Beschreibung, das hat die Welt berichtet. Und zwar wird hier gesagt, das Verfahren gegen Philipp F. wurde wegen besonderer Bedeutung und möglicher religiös-extremistischer Bezüge von der Generalanwaltschaft Hamburg, Zentralstelle Staatsschutz, übernommen, teilte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft auf Weltanfrage mit. Link ist unten in der Beschreibung. Das finde ich hochinteressant, weil es ja schon vor einigen Jahren eine wissenschaftliche Ausarbeitung gab vom Dr. Alexander Kühn, der nämlich, ich habe das Buch hier liegen, christlichen Extremismus in Deutschland betrachtet hat. Und der hat sich 4 verschiedene christlich-religiöse Gruppen in Deutschland rausgenommen. Ja? Also die Partei Bibeltreuer Christen, die christliche Mitte als Religionsgemeinschaft, den Priesterbund St. Pius und als letztes die Jehovas Zeugen für seine wissenschaftliche Arbeit und hat diese Sachen einfach neutral studiert und nach einem entsprechenden Fragenkatalog oder Raster dann beurteilt, ob diese Organisationen jeweils als extremistisch, semi-extremistisch oder gar nicht extremistisch einzustufen sind. Ja, das ist übrigens, ich zeige es euch, das ist dieses Buch hier. Ja. Und er ist zu dem Schluss gekommen, nach seinen ganzen Recherchen, und ich habe das studiert, was er geschrieben hat, er hat das ganz gut gemacht, er hat ein paar kleinere Fehler drin, da merkt man einfach, dass er nicht intern war, also wer diese Organisation von innen kennt, versteht Zusammenhänge besser, die man von außen anscheinend nicht so gut erkennen kann, ist ja auch verständlich, ist ja auch komplex, aber dieser Mann, ihr müsst euch überlegen, dieser Mann hat alleine für Jehovas Zeugen, seht ihr das da, der hat 535 Quellenangaben gemacht, nur für diesen Abschnitt Jehovas Zeugen. 535 Quellenangaben aus aller möglichen Literatur der Jehovas Zeugen. Unglaubliche Arbeit. Und der ist zu dem Schluss gekommen, nach der finalen Bewertung, dass Jehovas Zeugen als Organisation als semi-extremistisch einzustufen sind. Eine wissenschaftliche Arbeit, die hier passiert ist. Und das ganz Interessante ist, dass Jehovas Zeugen in Deutschland das überhaupt nicht gefallen hat und dass sie den Universitätsverlag daraufhin verklagt haben. Ja? Und sie haben in dieser Arbeit dann 20 Fehler gefunden, die sie vor dem Hamburger Gericht dann beanstandet haben. Und sie berichten darüber auch, witzigerweise, und das mag ich euch kurz zeigen. Na komm. Und zwar hier, ich habe euch ja schon berichtet, dass Jehovas Zeugen in der OSCE drin sind. Und hier haben sie auch letztes Jahr, da gehe ich die Tage in einem anderen Video noch genauer drauf ein,
Da haben sie einen Religious Freedom Report gemacht, ja, und führen auf, was ihnen so dieses letzte Jahre alle passiert ist in Deutschland, ja, und tun auch anführen, wie es ihnen so geht, da, 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 da. Ich tue den Link auch unten in die Beschreibung rein. Ist ganz witzig, wer sich das angucken mag. Und wo haben wir es? Wo haben wir es? Na komm schon. Da. Religious Intolerance in the Media, Academia and other Publications. Ja? Und was tun Sie als allererstes hier anführen? Ha, genau. Dieses Buch hier. Ups. Leipziger Universitäts GmbH mit dem Herrn Dr. Alexander Kühn und seinem Werk Christians Extremism in Germany. Ich hole mal hier mein Buch. Genau, dieses Buch greifen Sie an und Sie fügen auch noch hinzu, dass Sie das vor das Gericht gebracht haben, schon 2020, und dass das Gericht dann dringend empfohlen hatte, das doch einvernehmlich zu ändern. Ich gehe da die Tage nochmal drauf ein. Lange Rede, kurzer Sinn, Jehovas Zeugen scheint es ganz wichtig zu sein, ja, dass diese wissenschaftliche Arbeit, die hier in Deutschland entstanden ist, ja, dass diese nicht publik gemacht wird. Ja, da gibt es nämlich Gründe dafür. Okay? Und dieser ganze Report, das ist jetzt auch dann mein letzter Absatz, dann höre ich auf für heute, dieser ganze Report zielt darauf ab, ja, auch wo Angriffe, also das mit Philipp übrigens, das war nicht der einzige Angriff auf Königreich Seele. Ja? Also da gehe ich in einem anderen Video nachher noch drauf ein. Es gab einige Angriffe die letzten Jahre auf Königreich Seele, die alle an uns anscheinend vorbeigegangen sind. Also hier scheint es ein Problem zu sein geben an der Stelle. Hier scheinen sich viele Symptome, wie ich finde, jetzt langsam zu häufen. Und dieses schreckliche Attentat in Hamburg scheint eines der größten zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Jehovas Zeugen, ja, möchten ganz respectfully request the government of Germany to. Und worum geht es? Stop the German Independent Inquiry to Child Sex Abuse from violating state neutrality by publishing incorrect information about Jehovah's Witnesses and by directing the public to manifestly biased organizations. Okay? Vielleicht wisst ihr das noch nicht. Ich werde da auch noch mal ein Video zu machen. Leute, ich brauche echt mehr Zeit. Das ist ja so wie in Australien momentan auch eine Kommission in Deutschland gibt zum Aufdecken oder beziehungsweise zum Besprechen und Aufdecken von sexuellem Missbrauch von minderjährigen Kindern in allen religiösen Organisationen. Hier werden auch Nachforschungen gemacht gegenüber Jehovas Zeugen und das scheint denen nicht ganz so zu passen. Ansonsten wäre das nicht hier auf ihrer Religious Freedom Objectives Statement from the Public of Office of Public Informations, wäre das nicht ihr erster Punkt, dass sie sich wünschen, dass doch bitte weggeschaut wird und dass hier nicht weiter dran gearbeitet wird. Das einmal nur so ganz kurz, paar Zahlen, Daten, Fakten, mögliches Tatmotiv, wie gerade schon gesagt, wohl die Beziehung zwischen der Gemeinde der Jehovas Zeugen und dem ehemaligen Täter gewesen sein. Es schweben noch Opfer immer noch in Lebensgefahr. Ja, unter anderem auch, weil Bluttransfusion verweigert wird. Und zum Schluss natürlich der Generalstaatsanwalt von Hamburg schaltet sich ein, was ich sehr gut finde. Und ich wünsche mir, dass wirklich neutral drauf geguckt wird, so wie bei dieser wissenschaftlichen Arbeit, wie ich fand, dass man einfach guckt, was passiert hier in bestimmten Organisationen, die besonders den Körperschaftsstatus innehaben und für das Gemeinwohl zuständig sind und eigene Seelsorge haben ohne psychologische Ausbildung. Auch interessant, aber es ist eine andere Thematik. Und dass die Staatsanwaltschaft da genau drauf hinguckt, inwieweit sich hier vielleicht im Hintergrund extremistische Dinge gebildet haben oder schon seit langem vorhanden sind, die leider bisher oder zum Glück noch nicht so heftig zum Vorschein getreten sind, so wie wir es jetzt die letzten Tage erlebt haben, dass da was ganz Schlimmes passiert ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weiterhin, wir sind mit den Opfern und mit den Verletzten. Sowas darf nie wieder passieren. Wir sind als Gesellschaft meiner Meinung nach alle daran schuld. Wir dürfen nicht mehr wegschauen. Wir müssen etwas ändern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.